Alle, die jetzt dieses Video hier schauen, haben sicher schon unser diesjähriges Gamescom-Video gesehen. Falls nicht, Link in der Beschreibung und so. Dort kam es zu einem kleinen Stell-Dich-Ein bei den Rocket Beans, das unter anderem jetzt der Grund dafür ist, dass ich dieses Video hier mache. Nachdem ich das Studio der Boden verlassen hatte, entstand ein Gespräch, das nicht zur Gänze in unserem Video war. Ist das nicht der, der David Heinz Job mehr oder weniger das Genick gebrochen hat? Das Mikrofon und ja, das ist auch schon eine Weile her. Jetzt ne? hat's. Ich habe aber jetzt vorhin auch schon diesen Moment gehabt. Das ist so diese. Das ist bei David, geil. Ist das so wie bei Bill Cosby, ne? Das ist einmal passiert und du kriegst es nicht mehr. Du kommst immer wieder hoch. Du wirst immer wieder darauf angesprochen. Bei Bill Cosby ist es ungefähr 2 Dutzend Mal passiert. Ja, oder O.J. Simpson oder so. Es wird einfach mit deinem Namen in Verbindung gebracht. Das stimmt. Ich fühle mich hier nicht sicher. Wie bei Bill Cosby also. Klar war das in dem Fall wohl eher ein Witz, aber Etienne war damit gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt. Die Wellen der Kritik, die David und ich vor Jahren entgegengeschwemmt bekommen haben, sind bis heute nicht ganz abgeebbt. Wie berechtigt das Ganze war und ist, will ich versuchen, etwas aus meiner Sicht zu beleuchten. Für den Kontext, das bessere Verständnis und alle, die überhaupt nicht wissen, um was es eigentlich geht, fange ich am besten kurz nochmal von ganz vorne an. Wir schreiben das Jahr 2013. Nosferatu TV und Giga hatte eine noch recht junge Partnerschaft, die mehr oder weniger daraus bestand, dass wir über Giga Originalmusik von Spielen und Filmen in unseren Videos verwenden konnten und Giga von der Reichweite unserer Videos profitierte. Wir hatten auch angefangen, hin und wieder etwas zusammen zu filmen, wie zum Beispiel das Epic-Sprechgefecht, aber als die Gamescom vor der Tür stand, war eigentlich klar, dass Giga seinem journalistischen Charakter nachkommen würde und wir vollkommen unabhängig davon unseren Schabernack auf der Messe treiben würden. So habe ich lediglich gefragt, ob es möglich wäre, dass man uns ein Mikrofon leihen könnte, da wir selbst keins hatten. Erster Fehler, da stand nämlich groß Giga drauf. Nun war 2013 ein sehr hitziges Jahr in Bezug auf das große Thema Sexismus in Videospielen. Anita Sarkeesian war auf dem Vormarsch und ich fand die Diskussion richtig und wichtig, da es unumstößlich ermüdend oft klischeehafte Abziehbilder in unseren Lieblingsunterhaltungselektroniken gab und immer noch gibt. Aber ebenso dämlich wie die Existenz dieser Klischees zu bestreiten, fand ich das aufkommende neue Extrem, den typischen Gamer als sexistischen Patriarchen darzustellen, dem die knappe Bekleidung seiner Protagonistinnen wichtiger ist als jedwedes Gameplay, Design oder Story-Element. Hyperbeln sind für mich ein guter Weg, um einen Punkt zu verdeutlichen, also habe ich mich als machohaften Pseudo-Gamer, der keinerlei Leidenschaft fürs Zocken hat, präsentiert, um zu zeigen, wie absurd dieses Bild eines Gamers ist. Ein völlig konträres Bild meiner eigentlichen Persönlichkeit, was natürlich nur Leute erkennen, die mich medium bis gut kennen. Zweiter Fehler. Dadurch war für manche Außenstehende der Ton angestimmt, der für sie das ganze Video über mitschwingt. Ich war und bin kein Journalist und habe nicht im Auftrag von Giga gehandelt, also habe ich mich nicht in der Position gesehen, die zugegeben ernste Thematik des Sexismus auch ernst zu verarbeiten. Ich behaupte nicht, dass ich mit diesem Ansatz besonderes Fingerspitzengefühl bewiesen habe. Die Idee hätte in einem Vakuum ohne fremde Leute, die darin einbezogen wurden, wohl weniger krass auf die kritische Außenwelt gewirkt. Und hätte ich nicht Lust gehabt, meine krankhafte Freude an schlechten Wortspielen in den virtuellen Äther zu blasen, hätte ich wohl auch von der Idee abgesehen, aber es hat einfach zu gut gepasst. Auch einige andere Ideen aus dem Video waren auf dem Papier gut und oder lustig und das finde ich eigentlich bis heute. Pedobär, der kleine Mädels wegträgt. Lol Roffel. Die Oculus Rift Szene finde ich aus heutiger Sicht am schwierigsten. Die Idee finde ich so dumm wie genial, das Berühren der Leute ging aber zu weit. Zumal ich, dadurch, dass ich blind war und sonst nur der Kameramann dabei war, nicht nochmal mit allen danach reden konnte. Das würde ich so definitiv nicht nochmal machen. Aber Pedobär zum Beispiel ist einfach ein Teddy, die ihm beigelegte Konnotation ist eigentlich alles, aber das schadet den Opfern, sage ich mal, in dem Fall ja nicht. Die hatten eigentlich alle ihren Spaß. Aber so viel erstmal zum Video. Was ist denn nun eigentlich mit David? Das Einzige, was er mit dem Video zu tun hatte, war zunächst ein kurzer Clip am Anfang und ein Clip im Outro beim Zweitupload auf dem Kanal von Giga, für den er sich ziemlich spontan entschieden hatte. Als klamaukiges Kontrastprogramm zu hunderten News-Videos und schließlich kannten die Zuschauer uns ja mittlerweile. Und vor allem David kannte uns. Er wusste, dass wir auch privat einfach ein paar freche Lausbuben sind, aber keine frauenhassenden Menschenfeinde. Das war wohl auch der Grund, warum er zu uns gehalten hat, auch nachdem dann die Riesenwelle an Kritik aus der Branche über ihm, uns und Giga zusammenbrach. Das rechne ich ihm bis heute hoch an. David eckt gerne mal irgendwo an, aber in schwierigen Situationen zu jemandem stehen, auch wenn es einem selbst Nachteile bringt, Ehrenmann. Über unseren Upload hat sich erstmal überhaupt niemand beschwert. Die lauten Stimmen waren dann zu weiten Teilen andere Spielejournalisten als Reaktion auf den Upload bei Giga. Und ich verstehe es auch irgendwo im Kontext der wichtigen Diskussionen um Gaming-Sexismus. Das ist nicht unser Bier als Nosferatu TV, aber bei Giga, damals als Szenen-Influencer, da muss man da sicher mal drüber reden. Dennoch war das Fass, was aufgemacht wurde, etwas übertrieben groß. Besonders interessant fand ich, wie viele sich ermächtigt gefühlt haben, per Ferndiagnose zu beurteilen, wie einzelne Personen im Video sich gefühlt haben wollen. Keiner der Leute, mit denen ich danach nochmal normal geredet habe, hat gesagt, dass sie sich irgendwie angegriffen gefühlt haben. Mit manchen sind wir bis heute befreundet.
inwieweit der Shitstorm künstlich befeuert wurde, weil Giga als Marke unter anderem dank David damals endlich mal wieder dabei war, in großen Schritten seiner alten Relevanz entgegenzuwachsen und man sich da gut ranheften konnte, sei mal dahingestellt. Aber nur nochmal for the record, ich sehe, dass das Video kritische Elemente beinhaltet. Aber ich bereue nicht, dass ich dieses Video gemacht habe. Wahrscheinlich ist das Video zu großen Teilen mitverantwortlich dafür, dass wir nicht wie die meisten Prank-Kanäle der letzten Jahre immer extremer geworden sind. Wir eben nicht die Opfer auf der Straße und die Zuschauer mit immer krasseren Aktionen schocken wollen. Normalerweise darf man über uns lachen, im besten Fall lachen alle Beteiligten mit. Wie dem auch sei, die Luft für David wurde immer dünner und obwohl die Giga-Chefetage von der Viralität des Videos sehr angetan war, sah man David nicht mehr als tragbar. Gleichzeitig war er aber sowieso schon immer kurz davor, von sich aus zu kündigen, aus vielerlei anderer Gründe, aber darüber hat er selbst oft genug an anderer Stelle geredet. Ich empfehle den Podcast mit ihm und seinen ehemaligen Kollegen Robin und Tom von Hooked, Link in der Beschreibung. Also ja, vielleicht habe ich seinen Job bei Giga zerstört, aber zum einen wäre das wohl eh nicht mehr ewig weitergegangen und zum anderen, sage ich mal, ist es vielleicht nicht das Schlechteste, was ihm passieren konnte, wenn ich mir so ein paar Zahlen anschaue. Dennoch, und darauf will ich hinaus, ihm und mir wird das bis heute nachgetragen. David ist kein Sexist, weil er unser Video verteidigt hat und ich bin kein Sexist, weil ich in einem Video mal auf Macho gemacht habe. Ich sehe hier zum Beispiel keinen Unterschied zu meiner Rolle des Shkodran Kastrati. Ich bin auch keine Jungfrau aus Albanien, auch wenn ich mich in unserem Venus-Video so darstelle. Eins davon ist wahrscheinlich offensichtlicher, aber come on, es war völlig überzogen. Im Gamescom-Intro sage ich, dass mir Videospiele völlig egal sind, während ich einen Duke Nukem-Spruch persifliere. Wenn man jetzt also über Jahre hinweg ein Bild im Kopf hat, das auf einem einzigen Video aufbaut, dann finde ich das mindestens schade, in manchen Fällen sogar einfach nur dumm. Es gibt nichts, was ich aus Prinzip hate, außer Prinzip-Hate. All cops are bastards. Alle Muslimen sind Terroristen. Da ist eine Sache XY von diesen Nosterafu-Leuten. Die haben vor Jahren mal Scheiße gebaut. Das kann nur wieder Scheiße sein. Finde ich keinen cleveren Ansatz. An dieser Stelle mal dicke Props an zum Beispiel Florian Haider. Nach der Leon Mascher-Schlägerei in meiner Heimatstadt sind wir auf Twitter ins Gespräch gekommen. Es war ziemlich schnell klar, dass auch er mich als sexistischen Karrierezerstörer im Hinterkopf hatte. Nach einem kurzen Gespräch hat er sich dann aber doch sehr offen gezeigt. Auch bei den Rocket Beans habe ich nicht unbedingt den Eindruck, als würde man uns grundlegend verteufeln. Ironisch ist, dass die Bohnen zur Gamescom 2016 ihren ganz eigenen Sexismus-Skandal hatten. Damals sind Gino und Flo in einer Folge der News über die Messe geschlendert, um Nummern von Frauen zu bekommen. Dabei sind sie dann mehrfach übers Ziel hinausgeschossen und auch das wurde hochgeladen, ohne dass nochmal eine Kontrollinstanz erkannt hat, dass das Material kritisch ist. Sowas passiert halt. Heißt das jetzt, dass bei RBTV nur Sexisten sitzen? Heißt das, dass Gino und Flo schlechte Menschen sind? Wohl kaum. Von der Online-Persönlichkeit auf die Privatperson zu schließen, ist sowieso eine heikle Sache, egal wie offensichtlich das für manche sein mag. Anders als Flo ist Nosterafu TV weder davor noch danach durch Sexismus aufgefallen. Dennoch sehe ich mich nicht in der Lage, über die Person an sich zu urteilen. Und genau da liegt für mich das Problem. Kritisiert das Video und das Dargestellte so viel ihr wollt, aber von 15 Minuten Internetpräsenz auf eine ganze Person zu schließen, finde ich etwas unangebracht. Zumal das Ganze mittlerweile 4 Jahre her ist. Menschen können sich ändern und aus Fehlern lernen. Nun gut. In den Kommentaren bin ich gern noch für sachliche Diskussionen bereit. Zum Schluss aber, um mit diesem Thema endgültig abzuschließen, noch einmal eine ernsthafte Entschuldigung. Bei dem einen Mädel, das sich im Oculus Rift Part belästigt gefühlt hat und bei allen anderen aus dem Video, die sich belästigt gefühlt haben könnten, von denen ich es dann aber nicht weiß. Bei den Giga-Leuten für den Ärger auf Arbeit und Entschuldigung an David, dass ich seine Karriere gekickstartet habe.